Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles, zusammen mit Hawk. Hallo. Und dem Grodagrim. Hallo. Und mir, Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr da seid. Und heute ist Expeditionstag. Wir werden mal wieder so ein bisschen in die Wildnis gehen und schauen, dass wir nicht ganz so versagen wie bei unserem letzten Ausflug. Wir gucken einfach mal nach neuen Ressourcen und nach neuen Orten auf der Karte. Und ich zeige dem Zuschauer jetzt schon mal, wo es hingeht, nämlich hier. Das sieht nach einer ganz interessanten Struktur aus und wir sind schon mal diesen Weg hier gegangen und wir würden jetzt dann halt hier oben dann rechts abbiegen. Ja, und einfach wirklich mal schauen, wie weit wir kommen. Da oben ist irgendwo Wasser, wenn ich das richtig sehe. Also, von daher gleich am See auf jeden Fall nochmal die Wasservorräte auftanken. Los geht's! Alle da? Alle da? Auf geht's. War doch hier oben hoch, ne? War doch richtig, ne? Ja, genau, hier lang. ja, da und dann links gleich. Ja, genau, da oben hoch, wo wir letztes Mal lang gelaufen sind. Also ich lade meinen Wasserschlauch auf jeden Fall nochmal auf. Da ist eine Hyäne, die mache ich erstmal platt. Hilfe! Oh mein Gott. Ich schaffe wieder nichts alleine, ne? Das ist ja wieder unglaublich. Ja, das ist immer wieder peinlich, ja. So, Fleisch, schmackhaftes Fleisch, Tierhaut. Wie ist das ein Unterschied, schmackhaftes Fleisch? Ja. Nein, das ist doch immer schmackhaftes Fleisch. Schmeckt halt besser. Okay, gut. Dann kannst du das immer noch einmal trinken und dann noch einmal auffüllen. Gut. Also das Kumpel greift dich an. Was? Ach nee, das greift nicht mich an. Ach doch gar nichts, das ist doch ganz nett. Das hat doch gar nichts gemacht, warum hast du das denn angegriffen? Nee, das... Okay. Das arme Tier töten. Wir müssen einfach nur deinen Haaren folgen, weil den Fehler haben wir leider immer noch nicht raus. Wir hoffen ja, dass da ein Update für kommt. Aber wir wissen sonst von nichts. So, wir müssen jetzt hier in diese Richtung. Hier, ne? Nein? Hier. Ach, da. Stimmt. Oh mein Gott, hier, Gummel, was ist denn hier los? Ich hab doch gesagt, die Viecher greifen an. So, jetzt Alter, siehst du, wie der damit fertig ist. Die sind ja völlig aggro, die Biester. Geh weg. Ach, ich schieß auch immer daneben. Also, ja, wunderbar, okay. Meisterschütze wird sicherlich nicht aus mir. Unglaublich. Ja, dann lass uns die mal präventiv erschießen, würde ich sagen. Ja, vor allem gibt es auch Erfahrungspunkte, ne? Ist ja nicht so, dass es... Genau, und Erfahrungspunkte sind natürlich... Da kommt noch hier, ne? Hinter dir. Wo ist hinter mir? Hinter Ach, da! Mir. Ja, die ist ja schon tot. Ist die groß? Eine ganz schön große Hyäne. Sind die immer so? Also... Okay, gehen wir weiter. Wir müssen ja vorwärts hier. Also hier da oben müssen wir, glaube ich, bis ganz oben hoch. Bis zu diesem Felsen da hinten. Ja, ihr habt ja wirklich alle Wasser dabei, ne? Ja. Ich frage ja nur. Seid ihr überhaupt bei mir? Ja. Hawk? Ich vermute, er hat sich kurz verlaufen. Ja, dann warten wir kurz, bis er seine Besinnung wieder verliert. Wieder zur Besinnung kommt. Ja, sollten wir kurz stehen. Aber wir können ja in der Zwischenzeit uns noch mal ein bisschen Fleisch organisieren. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, hier die Antilope hier. Oh mein Gott, war das weit daneben. Da. Oh Gott, ich bin so ein schlechter Schütze. Vielleicht sollte ich doch umsatteln auf Schwert. Oder näher rangehen. Was sind denn das hier für Pflanzen eigentlich? Ach, ganz normale Pflanzenfasern. So, zack. Mhm. Ah, den habe ich aber getroffen, nur. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Hier ist er doch noch. Steht doch. Ja. So. Okay, ja, wir haben auf dich gewartet. Sicherlich musstest du mal kurz zur Tür, ne? Okay. Gut, ja, gehen wir hier die Tür hoch. Was? Den Weg hoch, meine ich. Den Weg bin ich jetzt reingelaufen, oder? Ja, du bist richtig. Also es ist übrigens sehr lästig, dass man ständig einen Pfeil in der Hand hält. Ja, ist bei dir auch? Ja, ist bei mir auch. Ist aber immer nur dann, wenn ich den Bogen benutzt habe. Ja, das, wenn du den einmal benutzt hast und wieder weglässt. Dann ist es zu spät. Ja, jetzt müssen wir hier links. Ne, Moment mal. Wir gehen lieber hier noch weiter. Wo ist er? Ja, hier müssen wir da hoch. Da, hier oben, da ist halt die Dings, oder nicht? Wo bist du denn? Hier bei mir, da oben. Hier bei mir. Ja, links von euch. Ja, nee, hier ist richtig, ja. Hyäne? Ich
Wir wollen noch ein paar Steine hier abkloppen. Sehr schön. Gehen aber auch Pfeile drauf, ey, lieber Mann, ey. Ich habe noch 58 jetzt. Ja, ich habe 53. Ich hatte nochmal welche hergestellt, aber also ohne Schwertschild kommt man hier nicht weit. Oder man hat wirklich 500 Pfeile dabei. So, jetzt müsste es eigentlich gleich rechts sein. Nee, wir müssen noch hoch und dann da hinter dieser großen Felswand müssen wir rechts abbiegen. Ja, da ist nochmal so ein Vogel. Da, geschickt zwischen den Beinen durchgeschossen. Ja, schon wieder. Also, es ist doch nicht zu fassen. Er reagiert aber auch nicht. Ich weiß schon, warum die Pfeile so schnell leer sind. Weil du nicht treffen kannst. Ja, auch schön, wie das Ding jetzt hier noch durch die Gegend rollt. warte mal, da oben steht eine komische Pflanze. Die haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Was? Wo? Oder habt ihr das schon mal gesehen hier? Was denn? Nee, das ist gar nichts. Da kannst du nicht abfahren. Ne? Das ist einfach nur Deko. Okay. Einfach nur da. Ja. Und jetzt rechts. Oh, schaut mal hier. Alles klar. Was denn? Kohle gefunden. Eisen. Man sollte die Spitzhacke nehmen. Das ist Eisenstein, ja. Das ist wunderbar. Dann können wir ja unseren neuen Schmied hier. Haben wir Futter für Goda. Boah, 20 Eisen habe ich jetzt. Nicht schlecht. Ich habe 8. Du bist echt Master Chief. Wenn es ums Looten geht, gibt es keinen besseren. Also. Oh, hier, hier, ne? Opfern. Ich kann nicht zielen. Oh, okay. Ah, deine Haare hier. Also wirklich, das ist ja. Eisen. Lass mich mal vorgehen. Deine Haare machen nur Ärger. Oh, mein Ficker ist kaputt. Ernsthaft? Hast du denn noch Steins dabei zum Reparieren? Ja, ich hab noch alles dabei. Sehr schön. Voll ausgerüstet immer. Habt ihr noch genug Essen und so mit? Ich hab noch genug mit. Ja. Also das war ja die Hauptfrage, ne? Ob wir genug Essen und Trinken diesmal haben. Ja, ja haben wir. Hier ist ganz viel Eisen da. Ja, stimmt. Noch mehr. Wahnsinn. Oh, guck mal, da hinten sind Ruinen. Vielleicht müssen wir hier dann nochmal eine neue Hütte bauen oder so irgendwann. Ich hab ja schon 43 Eisen. Aber hier sehe ich halt noch kein Wasser, weil das ist natürlich auch wichtig, ne? Ja, gut, Tränkschlauch haben wir, ne? Also ja, aber jetzt. Wenn du hier eine Hütte baust... Ja, eine Hütte ohne Wasser ist allerdings, ja, da muss ich Groda jetzt recht geben, das geht gar nicht. So, 26, also 26, wieso habe ich denn jetzt nur 26 Eisen? Hier, ne, rechts. Oh, links auch. Bogen in Hand nehmen, ne? Eine tot. Ich komm wieder zu spät zu allem hier. Die sind schon tot, bevor ich auch nur angelegt habe. Ich glaube, da hinten liegt Kohle. Ich brauche halt mal. Wo denn? Hier unten. Oh ja, das Schwarze sieht definitiv nach Kohle aus. Was ist das für ein Schatten? Das ist der Berg. Oder ja, es wird dunkel. Nee. Doch, es wird dunkel, die Sonne geht unter. Es wird dunkel, alles klar. Wir sind wieder zur richtigen Zeitpunkt loslaufen. Ja. Aber gut, da hinten ist ja die Ruine, da ist Feuer drin. Da gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal um. Oh ja, das ist Kohle. Und wir haben tatsächlich Kohle gefunden, sehr schön. Guck mal, sind wir ja diesmal richtig ausgerüstet hier, wenn wir zurückkommen. Das ist doch richtig hier, ne? Ne, da hat sich dieser Ausflug ja schon mal gelohnt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Sachen natürlich auch noch lebend wieder zurücktragen müssen, ne? Ja, lass uns mal hier reingucken, was da überhaupt ist. Nicht, dass da, wow. Sieht da geil aus. Hyäne auf dich. Was? Hinter dir, ja. Hyäne auf dich, ja, schön. Ja, Entschuldigung. Also ich fange gar nicht an mehr zu schießen. Ich glaube, ich werde wieder auf Nahkampf umsatteln. Das ist irgendwie, ich bin zu langsam mit dem Bogen. Geil, so, was haben wir hier? Auf jeden Fall krasses Feuer. Richtig geile Atmosphäre, richtig geil. Hier sind auch so kleine Fackeln, oder? Was sind das? Oh. Ja, kleine Fackeln. Ja. Du weißt, dass du gar keine Rüstung mehr trägst, ne? Also ich habe ja nichts dagegen, aber für den Schutzfaktor ist es jetzt vielleicht nicht so der Beste. die kann ich aber reparieren. Okay, das ist gut. Ich hatte Backbank gemacht. Wenn du Leder heute hast. Ja, habe ich. Ich habe. Da ist ein riesiger Totenkopf. Ich hör irgendwelche Trommeln. Ist hier doch ganz schön dunkel hier. Lass uns lieber zurückgehen, oder? Hallo, das will ich mir jetzt ansehen. Also wenigstens mal reinlinsen. Dann gib mir deine Ressourcen. Nein, ich werde einfach schleichen. Das wird voll dunkel, wenn man da näher hingeht. Seht ihr das? Nein, das hat doch was mit der Tageszeit zu tun. Es wird ja gerade dunkel. Da läuft wer? Wo? Ja, ich! Links einen Totenkopf, glaube ich. Ich sehe da gar nichts, weil ich geduckt gehe. Ich hoffe, ihr geht auch geduckt. Das ist nämlich sicherer.
Ja, aber im Dunkeln ist das, glaube ich, eine ganz blöde Idee. Das ist, glaube ich, auch eine ganz blöde Idee wegen dem Schleichfaktor. Was? Meinst du jetzt wegen der Fackel oder was? Ja, aber so kann ich euch besser sehen. Ja, der Gegner muss nicht uns sehen? Also hier müsste man vielleicht wirklich bei Tageslicht nochmal. Nein, hier links sind. Da, oh mein Gott! Lauf! Lauf zurück! Lauf! Bunk weg! Bogenschütze! Rennen! Rennen! Hier ist einer gespawnt hier vorne. Oh, lauf weiter! Wo sind wir denn? Wo müssen wir denn hin? Hier lang, hier lang! Folgt dem Licht! Hier ist direkt einer gespawnt. Ja, komm zurück! Deine Haare! Sie können uns an deinen Haaren aufspüren! Ich glaube, die kommen nicht. Nee, die kommen nicht hinterher. Doch, da ist doch einer! Ja, komm, den machen wir platt. Was ist da los? Ist ja kein Frosch hier. Daneben geschossen. Wie immer. Also. Da steht ein Name, glaube ich. Dafari ist das. Ein Dafari-Kämpfer, ja. Ui, der ist aber... Also, den hast du jetzt aber mal nicht einfach so zerlegt, ne? Ich krieg hier noch Pfeile ab, oder seid ihr das? Nee, also, wir können ja nicht auf die schießen. Ich bekomme keine Pfeile mehr ab jetzt. Hier, kannst du doch mit deinem Messer zerlegen, den Kadaver. Ja, ich muss mein Messer eben noch ausrüsten. Ich würde es aber, wenn du das Herz brauchst, würde ich es aber dann hier oben versuchen, am oberen Teil des Körpers. Hatte der jetzt einen netten Loot, oder? Ich hab Fasern rausgenommen, ja. Und Holz. Okay. Oh mein Gott, ja, also das, Ja, das sollte man auf jeden Fall tagsüber machen, glaube ich. Ich glaube, dass die Gegner da vielleicht nur nachts auftauchen. Und deswegen in unserem Rücken gespawnt sind, mehr oder weniger. Ja, der eine ist jetzt direkt da vorne da beim Zaun gespawnt, wo wir gelaufen sind. Ja, glaube ich dir. Da hinten ist auch nochmal ein Lagerfeuer. Sollen wir da auch nochmal schauen gehen? Was, wo denn? In die Richtung, wo ich blicke. Könnt ihr das sehen? Wo bist du denn überhaupt? Da. Ach, dahin. Ja, komm mal. Finde ich schon fast arg weit weg. Meinst du? Ich weiß nicht. Wir können ja auch nochmal zu den anderen hingehen, wo wir letztes Mal waren. Aber primär sind, glaube ich, Ressourcen wichtiger für uns, oder? Also ich denke auch, lass uns noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Da hinten ist ein Rhinoceros. Ja, lass bleib machen. Hier unten sind nochmal Eisen. Genau, deswegen gehe ich hier hin. Bleib machen. Wo ist das? Das Rhino ist hier bei mir. Okay. Oh. Weil ich bin auch schon fast überladen, ehrlich gesagt, also nicht mehr viel. Ja gut, dann lass uns doch mitnehmen, was wir tragen. Was? Der Hawk schießt rum. Ah, okay. Boah, siehst du noch ein Rhinoceros? Das ist in die Richtung gelaufen. Ist das hier auch noch Eisen? Nee, das ist Stein. Stein. Das Rhino ist in diese Richtung hier, folgt mir mal. Ja. Ich hätte noch ein bisschen mehr Kohle gerne. Da läuft's. Ich sehe leider nichts mehr. Oh, Vorsicht, da ist auch ein Lager. Was ist denn da drin? Ich fang an, ja? Nein. Ja, pass auf, links ist ein Lager. Ja, ich muss mein Schwert erst reparieren, bitte. Ja, reparier du. Ja, dann beide, ich ist weg. Ja, ich hab schon. Ich schieß. Okay. Oh Gott, eine Hyäne! Die ist tot, die hab ich. Okay, tot, okay, okay. Rhinoceros. Teilt eh nicht viel aus. Eigentlich. Oh mein Gott. Ist das in mir? Das will doch keiner wissen. Oh, ich bin fast tot. Ich seh's nichts mehr. Ich bin. Weiß nicht, wo bin ich? Das Rhino ist hinter mir her, hat mich aufgespießt. Ich bin tot. Okay, ich bin tot und bin daheim. Oh, scheiße, ich lauf weg. Das ist mit einem Schlag passiert, wenn ich das richtig gesehen habe jetzt. Soll ich kommen und meine Sachen holen, oder? Also, gibt's Rhino da überhaupt eine Chance, dass ich das... Ah, das ist ja aber so ein aller blöder Pissvogel. Ich guck mal, ob ich zu euch durchkommen kann. Oh ne, Moment. Vorher muss ich mich neu binden. Hier ist auch ein Dorf, was mich angreift. Ich bin... Ein Dorf, was mich angreift. Ich glaube, das ist schiefgegangen. Oh, wei. Oh mein Gott. Ist das krass. Also ich bin schon mal ein bisschen safe. Also ich bin momentan safe. Das ist gut. Soll ich versuchen, zu euch durchzukommen jetzt? Ich fürchte ja, dass überall Monster gespawnt sind, oder besser gesagt Tiere. Ich schau mal, wie weit ich komme, ob ich Hyänen sehe oder so. Weil ich habe natürlich jetzt gar nichts. Ich bin mehr oder minder nackt und... Ja, ich, eine Hyäne ist gerade bei mir. Nee, hier ist auch eine Hyäne schon. Ich kann nicht zu euch kommen. Zumindest nicht ohne vorher Waffen herzustellen. Könnt ihr die Sachen von mir mitnehmen? Das... Hier fliegen gerade Pfeile hier in der Richtung. Ja, ich versuche das Rhinoceros anzugreifen. So, es kommt, glaube ich, zu mir, oder? Ja, das läuft da rum. Ich sehe es, aber...
Ich bin halt noch verwundert. Ja, ich auch, deswegen bin ich hier. Ich versuche halt von da oben das Rennen Uhr zu aus irgendwie. Wo bist du denn? Hast du den Fall jetzt geschossen? Ja, den einen habe ich geschossen. Also, man stirbt ja ganz schön schnell, das muss man ja sagen. Ja, aber vor allem, wieso ist das Vieh jetzt auch mal so stark? Das letzte Mal war er mit 3 Schüssen kaputt gewesen. Ja, ich wollte es auch sagen, dass wir beim letzten Rhinoceros wesentlich erfolgreicher waren. Haben wir noch irgendwo einen Trinkschlauch oder sowas? Nee, wir haben, also wir sollten vielleicht ein Grundausrüstungsset haben. Eine Kiste, wo so Grundsachen drin sind, dass man die nach dem Tod nehmen kann, um wieder zurückzukommen. Das brauchen wir ganz dringend. Ich habe nämlich nichts hier. Gut, fangen wir mal mit den Basics an. Ersten Steine. Ich sehe jetzt aber auch deine Leiche nicht. Keine Muni mehr. Doch, hier ist die Leiche. Ja, ist sie. Also, wenn ihr die Rüstung mindestens mitbringt, das wäre schon. Das wäre schon Tüfte. Oha. Du das hinten? Ja, das bist du. Ja, ich stehe hier an der Leiche. Hier sind aber auch noch ein paar Hyänen. Ich bin hier. Ja, warte, wo sind die denn? Sehr vorsichtig. Eine Hyäne habe ich gerade tot gemacht. Die liegt hier und die andere ist da hinten auf dem. Ja, ich bin bei dir. Wenn sie kommen, ich bin hinter dir. Das Rhino! Rhino! Das Rhino! Ah! Ich dachte, ihr hättet das tot. Nein. Ich glaube, das ist hinter mir her. Kann das sein? Ja, ist hinter dir. Ist definitiv. Und Dings auch. Oh, Scheiße, ein Vogel auch noch, schön. Ne, nicht nur ein Vogel, sondern auch so ein Dingens hier. Also, wie heißt das Kackviech? Eine Hyäne. Ja, da ist gut. Die hängen da beide quasi. Was ist das denn? Das Rhinoceros ist auch richtig. Ja, ich muss aber laufen weg. Was machst du hier überhaupt? Ich wollte dir helfen. Guck mal. Ja, über dir ist noch so ein Ugala-Bugala. Einer? 3. Okay. Was soll ich was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde das klasse. Also riskiert jetzt nichts. Ich würde sagen, seht zu, dass wir wegkommen. Dann sind die Sachen halt verloren. Wir können ja alles neu herstellen. Oh, riskiert jetzt nichts, sagt er. Das Rhino ist, glaube ich, wieder hinter dir auch. Ich habe hier erstmal die Ugala-Bugalas, die noch an der Backen hängen. Die Ugala-Bugalas, ja, auch ja, nicht schlecht. Und die quatschen mich hier zu. Quatschen dich voll? I will your soul und so sagen die ja, ey. Ja gut, also wollen sie dich killen, würde ich sagen. Was ja, meinst du denn mit Ugala Bugala? Sind das, du meinst die Eingeborenen da? Ja. Ja, die hier. Keine Tierhaut mehr. Da habe ich jetzt ein kleines Problem. Ich kann in deinem Inventar nur. Ach du Scheiße. Kannst du mir irgendwie Leder bringen? Was? Ich kann dir gar nichts bringen. Ich komme überhaupt nicht zu euch. Keine Chance. Wer ist Rhinoceros? Ach, das ist unten noch. Ich kann dir aus deinem Inventar leider nur ein paar Pfeile und das Fleisch mitbringen. Alles andere sehe ich nicht. Das sind Dafari, sind das? Dafari-Kämpfer. Ich komme zurück zum Lager. Jetzt hier kein Risiko ein, weil ich die Ressourcen auch nicht verlieren möchte. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich habe zwar nicht so viele Ressourcen sammeln können, aber wie gesagt, da liegen jetzt schon welche, die der Doc im Inventar liegen hat, die ich nicht sehen kann leider. Die ich jetzt auch nicht, aber ich bin auch schon maßlos überladen eigentlich fast. So, 2 von denen habe ich schon mal kaputt gekriegt. Aber wie gesagt, wenn du es schaffst und die Ressourcen retten kannst, wäre schön. Also, ich glaube, retten ist ja nicht. Ich muss hier gerade irgendwie gucken, dass ich mich selber retten kann. Das ist mein Problem. Naja, wenn du dich rettest, hast du ja die Ressourcen auch gerettet. Das ist doch dein Ziel. I will drink your blood, sagt er. Der will mein Blut trinken. Hallo, wo seid ihr? Der hat definitiv Durst.
Jetzt ist er weg. Ja, ich werde mich dann auch irgendwie jetzt hier verdünnisieren, weil das ist mir hier ein bisschen zu hart. Nein, ich sag ja, sieh zu, dass du da wegkommst. Das hat definitiv keinen Sinn, was da jetzt... was da passiert ist, ist einfach doof gelaufen. Das Rhino war viel stärker als das erste, was wir angegriffen hatten. Und ja, da machst du da noch nichts mehr dran. Ist dann halt so. Aber in welchem Maße viel stärker, ne? Das ist ja... Ey, das war schon... Da war schon nicht ohne, ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir hätten es fast gekriegt, weil es war jetzt gerade eben, als es bei uns da hergelaufen ist, derbst blutig gewesen. Ja, das mag wohl sein, aber ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass wir da noch Land sehen. Hattest du denn viel Material bei dir gehabt? Nee, ne? Ja, sehr viel. Echt? Ja, das ganze Eisen, meine Rüstung natürlich, meine Waffen, also Dein Trinkschlauch konnte ich retten. Das ist gut, dann brauche ich den ja schon manchmal machen. Also ich will jetzt auch mal kurz eben für den Zuschauer erwähnen, ich habe jetzt meine Punkte neu verteilt, weil ich bin der Meinung, dass Bogenkampf, und das haben jetzt die Zuschauer auch gesehen, nichts für mich ist. Ich habe da mehr oder weniger, nein, ich schieße Löcher in die Luft, das ist nicht mein Ding, ganz einfach. Echt? Ich werde jetzt hier auf Nahkampf gehen, alles andere macht in meinen Augen zumindest jetzt für mich da keinen Sinn, weil... Aber das könnt ihr euch auch gerne hinterher im Video ansehen. Das war einfach nur eine ziemlich blamable Leistung. Ich glaube, wenn ich von Anfang an mit Schwert-Schild gekämpft hätte, dann hätte ich eine größere Chance gehabt. Okay. Oder dann hätten wir insgesamt eine größere Chance gehabt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es dann rausgerissen hätte. Wahrscheinlich auch nicht. Aber auf jeden Fall wäre ich nicht ganz nutzlos gewesen, sagen wir es mal so. Egal, ich bin falsch gelaufen. Wenn du gleich zurückkommst, pass bitte auf bei der einen... bei dem Hügel, den du dann runter musst. Da steht nämlich auch nochmal ein Rhino. Oh ja. Mein Gott, es ist ein Krokodil. Ich dachte, es wäre... Ah, wir haben Krokodile an der Hütte. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gleich an der Hütte. Ich bin gleich da. Ich dachte, es wäre einer von diesen Scalebacks, aber es ist ein Kroko. Ich werde jetzt auch erstmal einfach versuchen, durchzurennen hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Kroko jetzt die Treppe da hoch kann, wenn ich das weiter nach links locke. Da ist die Treppe. Und dann steht er hier in der Hütte. Deswegen... Gehe ich mal lieber kein Risiko ein und warte jetzt auf einen von euch. Ich bin auch gleich da. Ich baue noch mal kurz Stein ab, weil ich mein Schwert reparieren muss. Mhm. Ja, alles in allem leider nicht so erfolgreich gewesen, obwohl die beiden Kollegen hier, die bringen ja jetzt noch ordentlich Rohstoffe mit. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kohle, wir haben ein bisschen Eisen bekommen und ja, und die Einsicht, dass Rhinos vielleicht nicht so unsere Kategorie sind im Moment. Vielleicht doch ein bisschen stärker als geplant. Ja, ich glaube, vielleicht war das erste ein Baby-Rhino. Ich hatte auch den Eindruck, dass es sehr groß war. Weiß es nicht. Es war auf jeden Fall verdammt stark. Das ist einfach, also das war jetzt heftig. Ja, da bist du ja. Wo ist das Rhino? Wo ist das Kroko? Ich sehe es nicht. Bleib mal eben da drin erst. Okay. Lass mich mal eben ein paar Sachen ablegen. So, ja, ich muss ja dann... Ich nehme mal hier eine Kiste. Sind da Sachen von mir jetzt bei, oder? Ganz toll. Was denn? Bin verbuggt. Was hast du denn? Ich habe jetzt in dieser Kiste, in der ersten Kiste, Doc, da habe ich jetzt Eisen reingelegt, ungefähr 44 Stück. Kannst du die sehen? Ja, habe ich. Ja, gut, ich nicht. Ich packe sie hier in die andere Kiste rein. Dann sind die Kisten für mich wahrscheinlich, ja... Okay, hoffen wir, dass das nach dem Neustart also wieder behoben ist. Trinkschlauch lege ich hier erstmal ab. Den danke sehr. Oh, Reno, ich werde den mal ausweichen. Ja, denke ich auch. Und dann gucken wir mal, ob wir dann... Wie viele Krokodile sind es denn? Eins oder zwei? Ich habe nur eins gesehen. Bin jetzt schon an dem See unten. Ja, ist okay. tot. Erledigt. Ich sehe gerade, ich habe ein Level, aber ich kann gleich hier Gerber lernen. Ja, das ist doch schon mal was. Gut, okay, dann soll es das für heute aber auch gewesen sein. Also, leider nicht ganz so erfolgreich, obwohl, naja, eigentlich nur für mich nicht erfolgreich. Wie gesagt, Hawk und Groda bringen ein bisschen was heim und das ist auch gut so. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen da und schreibt gerne auch in die Kommentare. Ihr wisst ja, wir lesen das alle und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ciao. Ciao. Ciao.